Ja, die Bestie könnte ich theoretisch ausrüsten. Schleimgegner. Guck mal hier. Ach, ein Saugegel. Kommt Schleimgegner auch irgendwie ein bisschen nah? So, muss ich mich leider verwandeln, weil das geht sonst nicht so schnell. Oh, schön. Okay, wenn ich lange casten muss, nicht, aber so schön. Ja, jetzt haut schon jeder so ein bisschen mehr rein, wenn man ein bisschen mehr Arzt hat. Viele wurde hochgestuft. Aha. Wenn ich nur wüsste, was das Maximum wäre. Wait. Tilo auf 1? Okay, ich weiß, hier sind haufenweise Gegner. Trotzdem kurz mal nachgucken. Gododin Westen. Ederhöhle Westen. Gododin Westen? Hä? Achso, ja, Westen, da. Und die Höhle auch, okay. Oh Gott, da oben ist auch schon wieder so ein Gegner. Habe ich jetzt keinen Bock. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Kurz mal so ein bisschen zurück, ein paar Gegner ignorieren. Ja, wobei, Trolle sind immer gut. Level 30. Aber auch nur, weil sie so nebeneinander stehen und enges Gebiet ist, kann ich das enge Gebiet mal für mich nutzen. Und alle kurz mal schnell eben fertig machen auf Level 30. Gibt sicherlich ein bisschen Erfahrungspunkte. Auch wenn es nur drei Gegner sind. Ah, okay. Hat sich gegessen. Ich brauche erstmal Erde. Habe ich noch nicht. Ich hoffe, das kriege ich jetzt nach dieser Stadt. So, Entdeckung muss ich mich auch noch immer... Warte mal. Lass mal gehen, welchen Weg ich nicht gehen soll. Der ganz links. Ja. Na, ja, dann... würde ich erstmal zur Höhle gehen. Ah, komm. Vielleicht auf dem Rückweg. Und am möglichsten nicht kämpfen. Kurz mal zu gucken, ob es hier was gibt. Nicht Rosmarin, nicht Lavendel, nicht Safran, nicht Salbei, Eisenkraut? Oh, what? Salbei, oh, doch. Das ist, glaube ich, ein Symbol für starke Verbindung oder so. Sag mal, wie lange wollte ich mich noch verfolgen? Wiederhöhle, Unfälle. Ich glaube, da müssen wir noch irgendwann hin, deswegen betätige ich den jetzt einfach mal nicht. Finstertrunk, auch gut. Wait a second. Da kann ich nicht hin, das ist einfach nur Deko. Hä, wäre mal schön, wenn man da oben irgendwie so drauf könnte. Warum kann ich hier nicht runter? Ist das ein Trend? Das ist... Nee, schon wieder so und so. Ja, ich hasse diese Dinger. Oh, einen Trent nehme ich mit. Wenn den Dinger muss ich dann wieder mit irgendeinem verdammten Charakter solo spielen. Und ich kann keinen außer Saray. Schon gar nicht, wenn ich lange nicht gespielt habe. Und nie gelevelt habe. Ich könnte theoretisch die, dann schon die Schwierigkeit runterstellen, aber... Nee. Irgendwann. Muss ja nicht immer sofort sein. So, die Vogelviecher würde ich am liebsten nicht mitnehmen. Auch wenn der mich wahrscheinlich wieder bis ans Ende der Welt verfolgt. Komm, Troll nehme ich wieder mit und jetzt der andere genau noch wieder rein. Oh nein. Das geht. Viel zu schnell vorbei. Viel zu schnell vorbei. Aber dagegen sage ich nichts. Mal gucken, wann ich wieder was richtig rate. Ach, Moment. Wie komme ich denn da oben hin? Ach so. Hier geht es sogar so einzeln hoch. Ja, dann. 4000 Gold. Und anscheinend sollte ich irgendwie in der nächsten Stadt mal einkaufen gehen. Ansonsten wüsste ich nicht, warum ich hier jetzt in sämtlichen Kisten einfach nur Gold finde. Aber auch gut.
Speicher mal, da oben war nämlich noch ein gefährlicher Gegner. Und ich will nicht aus Versehen in den reinrennen. Und nochmal sämtliche Sachen von vorne machen. So, erstmal hier hingehen für die Kisten und mal gucken, für welchen Charakter der das ist. Da vorne und natürlich greifst du den Trend an, weil in die anderen kommst du ja nicht ran. Brauchst du auch nicht gegen den anderen Trend vor die erstmal einfach nur dumm rumrennen. Schlucker ist auch schön. Eigentlich nicht. Ja gut, wenn es jetzt quasi Rose ist, könnte ich es vielleicht schaffen. Neues Art für Mibo. Sehr gut. Lass mich an die Kisten und sonst in Frieden. Rührkuchen? Warum finde ich so viel Rührkuchen? Und Erdbeermürbekuchen. So, nur Layla. Nein, danke. Nein, danke. Damit verschwende ich jetzt nicht ein Part. So, den Troll nehmen wir dann noch mit. Habe ich den, glaube ich, irgendwann zwischenzeitlich wieder auch genannt? Kann sein. Hallo, Troll. Aha, ach nee, ist gar nicht abgebrochen. Es war einfach nur so schnell fertig gecastet. Ja, dann. Bin ich sogar auf dem Level der Trolle, oder? Ah, fast. Fast. Ich muss schon sagen, in nicht mal, oder in gerade mal einer Stunde, 5 Level ab, oder 4. Nee, Quatsch, das waren nur 3, ne? Ich war Level 26? 27? Ah, Trolle. Kann ich mal aufhören, so hart zu nerven? Schade, dass das zweite Biest nie trifft. Wow. Ah, Blutegel tun schon so ein bisschen weh. Anscheinend. Wenn sie einmal an einem dran sind. So, dann muss ich jetzt leider gleich nochmal. Das Leben an der Grenze? Sure is dry way out here. Yeah, it's a remote region like Alicia, but it looks hard to hunt or even farm here. It amazes me that people can even live in a place like this. Those humans sure are tougher than they look. Maybe they have some sort of special local product? Maybe. Anyway, our next destination is Gadadin. Are we going in the right direction, Rose? Yeah. It should be around the edge of this cliffside road. I think we're almost there. Okay, let's hurry before we get attacked again. Ja, aber zuerst wollte ich sagen. Jetzt habe ich nicht gesehen, welche Level diese Goblins waren. Ob es sich lohnen würde, sie zu besiegen. Ah gut, die Trends lohnen sich an sich auch nicht. Nicht mehr. Vor allem, weil es immer nur 3 Gegner sind, dann könnte ich auch einfach immer nur die ganze Zeit die Trolle besiegen. Dann würde ich sogar bevorzugen. Die sind sehr schnell weg. Und irgendwann brauche ich vielleicht auch Gegner, an denen ich meine SA wieder hochpowern könnte, aber. Ah. Einfach draufballern. Damals die sind wir sogar besser gewesen, aber hey. Für den nächsten Kampf bereit. So, was haben wir hier unten außer Gegner? Bitte was Vernünftiges. Ah, okay, Silberkiste kann ich öffnen. Und mein Wunsch wurde mir erfüllt. Wir sind sogar genau auf diesem Doppelding, den ich, auf den ich gehen wollte. Kumpanenmaske. Das ist nicht unter Ausrüstung, oder? Ah, hier. Hier gab es ja den Extra-Slot. Kumpanenmaske. Ach, die war das. Ja, Dämonenhörnern, diese Maske, der Hut. Würde ich einfach mal kurz sagen, perfekt! Eigentlich nicht, aber, ne? Kann man ja mal so. Ah, nein, nicht du, Vogel. Du verfolgst mich doch jetzt wieder auf Jahre. Ach, fliegende Gegner.
So, dann jetzt ab Schnurstracks nach Gallaudin. Dann können wir mal endlich wieder uns Szenen im. Oh, jetzt habe ich zwei Vögel, die mich gleich verfolgen. Ach nee, der eine ist weg. Und ich habe immer noch keine anderen Normen gefunden. Jetzt gleich habe ich zwei. Immer wieder schön Story in Abschnitte. Alles Mögliche. But first. Oh, schön, dass du verschwindest. Aha! Und dann. Ja, gut, ne? Bei den Gegnern sage ich. Amortisieren. Kurz mal nicht ganz meine Kombo raushauen. Dann dauert das Kasten nicht noch lange. Und tschüss, Gegner. Ja, gut, vielleicht noch nicht ganz, aber. Warum hat das nicht getroffen? Keine Ahnung. Süße der Süßen halten? What? Das war ein Ausrüstungsgegenstand. Wahrscheinlich als Tiara, so wie ich das gerade kurz gesehen habe. Nee. Süße der Süßen. Für Edna. Ah, wollen wir doch mal gucken. Hat auf jeden Fall Fähigkeiten. Lähmungsfähigkeit 10%, Dauerwerterhöhung 15% und sämtlicher Schaden reduziert um 30%. Sämtlicher Schaden reduziert Preventi kann man nehmen. Der Art Angriff geht allerdings ein bisschen runter. Gut, dafür die Verteilung sehr hoch. Und Schaden wird reduziert, sämtlicher Schaden um 30%. Sagt man nicht nein, ne? So, und wie sonst noch was? Weisheiten, Befehle. Na klar, werden einige von euch sagen, Befehle, sagt ihr, die habe ich vergessen. Vergisst du manchmal das Atmen? Ja, im Schlaf, vergesse ich's. Wenn ihr von Feinden umzingelt seid, gib einfach den Befehl ausschwärmen. Ich habe noch nie Befehle benutzt. Werde ich wahrscheinlich auch nie tun. Doch, ich habe Befehle benutzt, so... War das in diesem Spiel? Ah, mal gucken. Ab in die Stadt. Ab. Zeit für Story. Genug gekämpft. Ich muss immer noch leveln, eigentlich. Outsiders! Hey, didn't they say in school not to use that word? Oh, oops. Hello. Hello there. Is this new looking building your school? That's right. The village chief built it. For the future of the village. A school. Wow, ich dachte gerade kurz, was ist das im Hintergrund? Das sind Hühner. Wir haben gerade kurz mal so komisch wackelige Bewegungen gemacht. In before, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Schule kaputt gehen wird. It's a bit plain compared to the rest of the town, don't you think? Are you kidding? We didn't have anything like this in my village. We always did want one, though. I'm Slenge, the chief of this village. What brings you two all the way out to our tiny corner of the continent? Oh, well, we're looking for a... We're here for work, researching what people eat out on the frontier. Stuff like that. Your efforts are very much appreciated. Thankfully, our village has been spared the ravages of famine. In fact, it's even more bountiful than in years past. And we have the chief to thank for it. If there's anything we can help you with, don't hesitate to ask. You say that like you own the place. Seems like a nice village. Sort of reminds me of Alicia. Sarai. I know. We'll split up and try and find some clues about the Pope. Wollten schon mit der Wahrheit raus, ne? Aber der Schein trügt, Leute. Oh Gott. Edna, Hugo. Neue Fundstätte, die Schule von Gordon. Eigentlich wollte ich Edna nehmen, aber gut, kein Skit dazu. What's wrong, Edna? Nothing. Just thinking about how Meebo insulted me earlier. Oh, I see. Anyway, it looks like there's some kind of ruin in the back of the village, and it's a pretty darn old one to boot. How old do you think? It's probably from before the Dark Period. It might be even older than I am. You don't mean from the Temperance of Averroes? If that's true, then this is an incredible find.
Wait. Hey, Edna? How old are... What? Never mind. Wir werden es nie erfahren. Lass sich die Kinder auch nicht fragen. Hey, ist der Typ irre? Der redet mit sich selbst. Ach, von der Ruine. Ich dachte gerade von der Ruine, wenn wir kurz mal nach vorne gehen. Ah, ich glaube, ich gehe trotzdem hier mal kurz die kleine Runde. Verzeihung, tue ich nicht. Ich brauche Erde. Von der anderen Seite aus anscheinend. So, aber ich gehe dann genau deswegen mal kurz... Ah, ich raub mal deine Bronzekiste aus. Kannst du eh nicht öffnen. Hast keinen Schlüssel. Tag des Lebens. Jo, den einen, den ich verschwendet habe. So. Norman! Tenshun. Von Tension. Erfolgreichen Betäuben plus 8% SA. Das sage ich, glaube ich mal... Ah, okay. Zur Seite war das. Okay. Hä? Warum sehe ich nicht die, die ich ausgerüstet habe? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die neuen Waffen, die ich mal paarweise ausgerüstet habe, noch keine haben. Zum Beispiel das süße Dingsbums hatte auch nur 3. Warum taucht das hier nicht auf? Gut, dann geht das halt in... Warte mal, was haben wir eigentlich mit Schockwehr? Flammschild. Wirkung von Verbrennung reduziert, Fokus, Art Verteidigung, Art Angriff. Bei Ausweichen, gut, das wäre was für mich. Bei erfolgreichen mit Öl kommen. Einfach auf Flammschild raufhauen. Werde ich dann wahrscheinlich irgendwie Layla geben. Schluck auf. You look troubled. It's strange. This village seems rather prosperous. And that's a problem? The issue is why? Their source of income. Right. The land in this area is infertile and hardly fit for farming or hunting. It's far from any major thoroughfare and they have no local products to export. Isn't that weird? You'd think a place like this would be the first to fall victim to famine. There must be some explanation for all this. The Pope. Ja, vielleicht noch was anderes. Noch ein Normin. Hier sind die ganzen Normins. Fetur. Ausweichen 16% SA-Erhöhung beim Ausweichen. Das ist etwas, das brauche ich. Das könnte man auf Schuhe packen. Süße Schuhe. Ja, hatte ich auch schon. Warte mal. Ich hatte doch mal neue Schuhe gefunden. Brennender Ansturm. Ganz schön schief. Ja, komm, packen wir einfach mal auf Brennender Ansturm. Das sind die besten Stiefel at the moment. Und wenn nicht, das ist auch kackegal. Ich wollte schon sagen, noch ein Norman? Das wäre etwas viel gewesen, aber es ist nur ein kleines Kind. Hallo, Layla. Indeed, everyone here is so positive and active. They're all like family here. But I still can't feel the blessing of the Seraphim. True. The Guardian Seraph is missing. It seems that this place used to be rather barren. But it looks like the current chief was able to overcome these issues. I can tell the people here respect him a whole lot. I imagine they do. This would normally be such a desolate environment. Yeah, not just anyone could pull that one off. Rose? Is something the matter? Sorry, I was just thinking out loud. I'll tell you more once I've had time to investigate. Ja, irgendwer weiß was. Hier. Gut, zum Innen kann man auch gehen. Und wenn, da du gerade da bist, ich habe in der ganzen Höhle, in diesem verdammten Dungeon, eine Entdeckung gefunden, das Fossil und ein Norman. Ich wette, ich habe da drin was verpasst, oder? Und hier habe ich auch nur die Schule gehabt. Reise zum Speicherpunkt gibt's nicht? Ja. Komm, ich guck mal kurz, ob ich hier wieder was klauen kann, weil das muss ich immer tun.
wegen anderen Tales-Spielen, aber Dysteria ist harmlos. Ne? Wir sind nicht wirklich Diebe.